Hallo und willkommen zu meinem Der Eisenhacher Tutorial. In diesem Video zeige ich euch, wie man den Bogen upgraden kann. Und zwar zu dem Elektrobogen. Dafür braucht ihr allgemein erstmal den Bogen. Ein Video dazu nochmal in der Beschreibung und als Annotation im Video. Oder wenn ihr es so schon wisst, ihr müsst einfach nur die drei Drachenköpfe füttern. Dann müsst ihr hier die Falle anmachen, Death Ray, und müsst gleichzeitig mit diesem Bogen oben den Wetterhahn abschießen. Dann wird der so ein Pfeil hier droppen und den müsst ihr einfach aufheben. Danach muss derjenige, der diesen Pfeil aufgehoben hat, nur der kann jetzt den Bogen zu diesem Elektrobogen upgraden. Und der nächste Schritt dafür ist, ihr müsst drei verschiedene Holzpalettenblöcke müsst ihr anbrennen und ihr müsst dann einfach ganz normal mit dem Pfeil draufschießen. Ihr seht, ich habe auf der Höhe des Turms, was da hinten so steht, habe ich so gezielt und einfach losgeschossen. Dann trifft man den Palettenstapel zu 100%. Der nächste Palettenstapel ist hier beim Clock Tower links daneben. Kann man eigentlich noch einfacher treffen. Und der dritte Stapel von diesen Holzpaletten, dafür müsst ihr runter zur Rakete. Und dann müsst ihr hier auf diesen Berg hinaufschauen. Und da seht ihr dort hinten auch schon den Holzstapel. Ist vielleicht auch ein bisschen zu treffen, aber auf jeden Fall nicht zu schwierig. Wenn ihr das nun geschafft habt, müsst ihr unten in den Pyramidenraum gehen und ihr müsst die Schwerkraft ein bisschen runterstellen. Dazu müsst ihr halt auf diese vier Druckknöpfe gehen, die bei der Pyramide drumherum sind. Kurz 5 Sekunden drauf stehen bleiben und dann geht auch schon die Schwerkraft ein bisschen runter. Und dann müsst ihr diese 5 Winddruckknöpfe hier an der Wand drücken und dann habt ihr auch schon den nächsten Schritt geschafft. Als nächstes müsst ihr 3 Urnen füllen. Diese Urnen sind eigentlich nicht zu übersehen. Ihr seht hier, die eine Urne ist in diesem Clock Tower. Da müsst ihr, ich denke mal, es waren immer 5 Zombies, die man töten muss. Ist also überhaupt nicht viel. Also einfach nur 5 Zombies töten. Ihr seht, die Seelen fliegen dann hin. Und wenn ihr dann einfach keinen, oder wenn ihr den nächsten Zombie tötet und es fliegt keine Seele mehr hin, habt ihr die Urne fertig. Die nächste Urne ist hier, wenn man vom Spawn rechts hochläuft, dann hier bei diesem Platz, wo auch die Wundersphäre da hinten ist. Dort müsst ihr auch einfach wieder 5 Zombies töten. Und dann habt ihr auch schon die zweite Urne fertig. Die dritte Urne findet ihr dann unten wieder bei der Rakete. Die seht ihr hier links unten. Und auch einfach ganz normal füllen. Und das war es dann auch schon für die dritte Urne. Der nächste Schritt ist, ihr braucht jetzt wieder den Bogen. Und ihr müsst den Bogen neben der Urne aufladen. Wenn ihr das dann macht, seht ihr so Elektrofunken. Mit dem Bogen, ihr müsst den beide Urne leider aufladen und müsst dann wieder zu dem Spot hingehen, wo ihr den Holzpalettenstapel anschließen könnt. Und diesen Holzpalettenstapel müsst ihr wie eben auch schon wieder anschließen. Nur diesmal müsst ihr den halt erneut anschließen und er wird dann nicht nur Feuer fangen, sondern auch dann noch Blitze und einen Sturm allgemein so wird drumherum sein. Wie gesagt, nehmt so im Hintergrund den Tower, den ich vorher euch gesagt habe, dass er da ungefähr auf die Höhe zielen soll. Dann trifft ihr das zu 100%. Dann hier die nächste Urne, beide Urne aufladen und dann wieder den Stapel anschließen. Wenn ihr seht, dass es so ausschaut, habt ihr das geschafft. Dann bei der dritten Urne auch nochmal machen. Hier war ich anscheinend ein bisschen zu weit weg. Also ihr müsst nah dran stehen an der Urne und dann den Pfeil aufladen. Dann müsst ihr hinlaufen und auch dort wieder den letzten Stapel anschießen. Damit habt ihr dann auch schon den nächsten Schritt wieder geschafft. Und als nächsten Schritt haben wir dann den Wetterhahn, der hier ein paar Probleme hat. Und ihr müsst einfach nur die Aktionstaste hier drücken, hier davor. Dann wird der Pfeil kurz hochgehen und der Pfeil kommt dann irgendwann wieder runter. Und dann habt ihr einen Reforged Arrow. Diesen Pfeil müsst ihr dann unten zur Pyramide bringen. Und dort sind 4 Kisten. Ihr müsst halt diesen Pfeil, den ihr habt, zu eurem Symbol bringen, was ihr vorher aufgenommen habt, und das ist halt dieses Elektrosymbol hier. Und nun müsst ihr einfach nur Zombies töten, egal mit was. Die Seelen fliegen hier dann rein, und wenn keine Seelen mehr reinfliegen, habt ihr auch das geschafft. Dann müsst ihr ungefähr 10 Sekunden warten. Euer Bogen ist dann für diese kurze Zeit weg und der Bogen erscheint dann hier draus. Und dann habt ihr auch schon den geupgradeten Elektrobogen, mit dem ihr 75 Schuss habt. Ihr könnt normal schießen, was so ein kleines Blitzen verursacht, oder ihr könnt den Schuss aufladen von dem Bogen, was dann so einen kleinen Tornado mit Blitzen verursacht, und das ist eigentlich relativ stark. Es ist, glaube ich, der zweitstärkste Bogen von denen, den ich jetzt hatte. Es killt auf jeden Fall sehr viele Zombies. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Fragen habt, stellt in die Kommentare und ciao.